Wer kennt es nicht? Man hat sich jetzt vielleicht vor allem im Neujahr vorgenommen, die Süßigkeiten zu verbannen und endlich mal das Thema Abnehmen anzugehen. Und die ersten paar Tage, Wochen klappen ganz gut. Aber irgendwann mal kommt dieses extreme Verlangen nach was Süßem und man kann dem quasi irgendwann mal gar nicht mehr widerstehen. Man greift doch zu der Süßigkeit und das Ganze artet vielleicht sogar irgendwie ein bisschen aus. Wenn du dich hier wiedererkennst, bist du genau richtig. Denn heute möchte ich dir mal zeigen, warum wir eigentlich so extremes Verlangen teilweise nach Süßigkeiten haben und was du dagegen tun kannst, um diesem Teufelskreis quasi zu entkommen. Also würde ich sagen, wir legen direkt los. Hi und für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich bin die Annika von Let's Do Fit und ich helfe Menschen dabei, nachhaltig abzunehmen und ihre Gesundheit zu steigern. In Erstgesprächen stelle ich immer die Frage: Okay, was waren bisher deine Schwierigkeiten, wenn du das Thema Abnehmen angegangen bist? Und da habe ich vor allem in letzter Zeit festgestellt, dass vor allem das Thema Süßigkeiten ganz, ganz viele dran hindert oder dass es einfach ein riesen Thema ist. Und da habe ich meinen Weg auch mal ein bisschen reflektiert und habe gemerkt, okay, Annika, als ich 17 war ungefähr, als ich 18 war teilweise, da waren Süßigkeiten auch eigentlich täglicher Bestandteil in meiner Ernährung. Das war einfach komplett normal und hat einfach zum Alltag dazugehört, dass es nach dem Mittagessen, zum Beispiel zum Kaffee, eine kleine Süßigkeit dabei war. Ich habe mir da gar nicht groß Gedanken gemacht. Da gab es einfach so eine Schublade mit ein paar Süßigkeiten drin und da war es einfach vollkommen normal, dass ich mir da einen Schokoriegel rausnehme, ein kleines Stück Schokolade und das dann zu meinem Kaffee trinke. Und jetzt ist es so, dass das Thema Süßigkeiten für mich eigentlich gar kein Thema mehr ist, weil einfach dieses Grundgerüst so passt, dass ich gar kein Verlangen habe nach Süßen. Und wenn ich doch mal irgendwo bin, wo es ein Stück Kuchen gibt, dann ist es auch gar kein Thema, mal ein kleines Stück Kuchen zu essen. Deswegen, ich rede jetzt nicht mehr so lange drumherum und wir starten mal mit den Gründen, weshalb wir denn so oft Lust auf was Süßes haben und wie du dem Teufelskreis entkommen kannst. Okay, ein häufiger Grund ist das Thema Gewohnheiten. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn wir täglich lang genug etwas machen, dann ist es irgendwann mal zur Gewohnheit geworden. Und vor allem bei dem Thema Süßigkeiten ist es schon oft auf unsere Kindheit zurückzuführen. Dann gab es nach dem Mittagessen, durfte man sich vielleicht doch irgendwie was Kleines Süßes raussuchen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war. Oder am Sonntag gibt es immer Kaffee und Kuchen. Oder es ist zur Gewohnheit, wenn im Büro, wenn jemand Geburtstag hat, dann bringt jemand ein Stück Kuchen mit. Und es ist einfach eine Gewohnheit, quasi ein Ritual. Der zweite Punkt, der auch damit zusammenspielt, ist das Thema Verknüpfung. Hört sich jetzt vielleicht für dich komisch an, aber es ist ganz, ganz wichtig, weil was verbinden wir mit Süßigkeiten? Viele verbinden mit dem Thema Süßigkeiten Belohnung, also zum Beispiel nach einem anstrengenden Arbeitstag, oh, da habe ich mir ein Stück Schokolade verdient, das ist meine Belohnung. Oder oh, Mittagspause, ich habe schon 5 Stunden, 6 Stunden gearbeitet. Jetzt habe ich den Kaffee verdient mit einer kleinen Süßigkeit, damit ich noch die restlichen paar Stunden auf der Arbeit gut wegstecke, sage ich mal. Und wenn man das mal ein bisschen reflektiert, was ist eine Süßigkeit? Was macht denn die Süßigkeit mit dir in deinem Körper? Und da muss man sich mal überlegen, ist es wirklich real? Also ist Süßigkeit, tue ich meinem Körper da wirklich eine Belohnung? Also tue ich meinem Körper damit etwas Gutes? Und da kann man ganz arg reflektieren, weil wenn man seine Gedanken umlenkt, also man kann das durch viele Übungen machen, dann wird man merken, hey, Süßigkeit, wenn ich mal ganz logisch nachdenke, damit tue ich meinem Körper definitiv nichts Gutes, weil Zucker ist eine große Ursache für viele Zivilisationskrankheiten, auch für Übergewicht, wenn man es natürlich im Übermaß konsumiert. Das heißt, es ist gesundheitsschädlich, es ist wirklich Zellgift für mich. Und wenn man das Ganze reflektiert, dann wird man mehr feststellen, vielleicht ist es nicht wirklich das Wahre. Vielleicht sind die Gewohnheiten, sollte ich vielleicht diese Gewohnheiten mal reflektieren und ich sollte auch mal reflektieren, ist es wirklich etwas Gutes, was ich meinem Körper damit antue? Oder könnte ich das vielleicht umtauschen? Und man kann das Ganze noch ein bisschen ausbauen und seine Glaubenssätze mal ein bisschen reflektieren. Hey, Süßigkeiten könnte meinem Körper Diabetes Typ 2 bringen, wenn ich es im Übermaß esse. Es könnte zu einer Fettleber führen. Es könnte zu Übergewicht führen. Ich fühle mich vielleicht nicht mehr so wohl in meinem Körper. Vielleicht ist auch der Punkt schon so angelangt. Und das ist natürlich eine Übung, die man wirklich täglich machen muss. Und dann hat man auch nach und nach gar nicht mehr so Lust auf was Süßes. Jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Top-Punkt. Und zwar ist es das Thema Blutzuckerspiegel und das Thema Hormone. Der Grund, weshalb wir oft Lust auf etwas Süßes haben,
ist, dass unsere gesamte Ernährung gar keine Struktur hat. Das heißt, es könnte sein, dass sein Körper einfach nicht genügend Nährstoffe bekommt über den Tag und deswegen sendet er Hormone aus, die dich dazu anregen sollen, etwas zu essen. Und evolutionär ist es nun mal so, dass etwas Süßes gleichgesetzt wird mit etwas nicht Giftigem. Deswegen greifen wir oft, wenn wir so diese Gelüste haben, zu etwas Süßem. Aber da muss man ganz klar unterscheiden zu diesen Ursachen, die ich davor aufgelistet habe, weil hierbei handelt es sich wirklich um unser hormonelles System. Und die Hormone sind wirklich stark und irgendwann mal, man kann zwar ein bisschen diszipliniert sein, können wir alle, aber irgendwann mal ist unsere Batterie quasi auch leer und dann greifen wir einfach zu etwas Süßem, zu etwas zum Essen. Und da muss man dann ganz klar schauen, okay, wie sieht denn die aktuelle Ernährung aus? Decke ich wirklich meinen Nährstoffbedarf ab? Das sind ganz, ganz viele Punkte. Unser Körper benötigt 47 unterschiedliche Baustoffe. Das heißt, ist ein bisschen komplexeres Thema. Man muss wirklich darauf achten, dass man seinen Bedarf deckt. Wie entkommt man jetzt also diesem Teufelskreislauf? Der erste Punkt ist, reflektiere mal ganz genau, wann habe ich immer Lust auf was Süßes? Zu welcher Situation habe ich immer Lust auf was Süßes? Und reflektiere auch unbedingt deine aktuelle Ernährung. Wie sieht dein Morgen aus? Wie sieht dein Mittagessen aus? Dein Abendessen aus? Ist du noch zwischendrin? Weil auch dieses ganze Zwischendurch-Snacken ist, was das Thema Heißhunger angeht, definitiv nicht förderlich. Und dann kann man dort ganz, ganz, ganz gezielt ansetzen. Das Ganze ist natürlich ganz, ganz individuell und wird jetzt hier in dem Video komplett den Rahmen sprengen. Ich kann auch hier über YouTube gar keine 1:1-Beratung machen. Deswegen biete ich auch immer eine kostenlose Erstberatung an. Und wenn du jetzt über deine aktuelle Situation mal sprechen möchtest und schauen möchtest, was für dich möglich ist im Thema Gesundheit, im Thema Wunschfigur, dann kannst du dich auch gerne bei mir für ein kostenloses Erstberatungsgespräch bewerben. Die Daten findest du unten in der Infobox. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, dein Annika.